Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, in manchen Ländern reißt ja das Corona um. Vor allen Dingen auch bei uns in Deutschland. Und deswegen geht es uns allen schwer. Wir müssen Mund- und Nasenschutz benutzen, wenn wir einkaufen gehen. Und für meine Christa und für die Hanne ist das ganz, ganz schwer. Deswegen laufe nur ich manchmal in Supermärkte und hole dort was. Und ich glaube, wir starten in den Film. Jetzt die Corona-News. Seid mal leise. Festgestellt wurde, dass Kinder ab heute wieder in die Schule gehen. Unklar ist, sie sollen bitte 2 Meter Abstand halten und nicht mit anderen Kindern spielen. So, ihr habt gehört, ihr sollt nicht mit anderen Kindern spielen und 2 Meter Abstand halten. Och, Mama, Nanni, muss das wirklich sein? Ja, du willst doch für deine Sicherheit sorgen, oder? Ja, ich möchte ja nicht auch diese blöden Corona kriegen. Corona, nicht Corina. Das ist Corona, wie Krone. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, Schule anpacken. Oh, in die Schule gehen. Wieso sagen die Lehrer nicht einfach, wir dürfen mit unseren Freunden spielen? Sven, willst du dir dieses Corona aneignen? Nein, natürlich nicht. Sven, ich hab dir eine Brezel da reingepackt. Alles klar, Mama. So, komm, bestimmt sind wir die Ersten. Oh, der Schulhof ist ja noch ganz leer. Der Schulhof ist noch leer, komm. Ey, Opsasa. Ich krieg dich schon. Wart's nur ab. Kinder, könnt ihr nicht mal ein bisschen leiser spielen? Mann, ihr nervt mich beim Nachdenken. Och, unser Hausmeister. Oh, da ist dieser Fünftklässler wieder. Hey du, willst du uns heute wieder einen Streich spielen? Was willst du, hä? Was willst du, hä? Na, was willst du? Hey du Fünftklässler, bind uns wieder los! Nein, ich bin Fünftklässler! Sag mal, und ihr seid Zweitklässler. Was wollt ihr eigentlich von mir? Hä? Bind uns wieder los! Na, willst du mich verpetzen? Das kannst du sowieso nicht. Oh, lass uns endlich frei! Nö, auf Wiedersehen. Oh, du Fünftklässler! Hey du, wenn ich wieder frei bin, dann zahl ich's dir heim. Ja gut, kannst du machen. Oh, jetzt sitzen wir hier um 7 Uhr. Sag mal, können wir es dir nicht heimzahlen? Nee, ich glaube, wir können es dir nicht heimzahlen, weil der viel stärker ist als wir. Stimmt, aber wir können es dem tatsächlich heimzahlen. Und wie willst du das hinkriegen? Mit wem, hä? Naja, wir denken uns einfach was aus, womit wir ihn beeindrucken können. Wie soll das denn gehen? Das kann ja noch nicht mal gehen. Weißt du, wieso? Wir können den ja gar nicht. Das ist ein Fünftklässler, der ist viel stärker als wir. Ah, doch! Mir ist was eingefallen. Was denn? Wie wir hier wieder rauskommen? Na, da hast du aber lange überlegt, statt dir das nicht früher einfällt. Das ist schon wieder weggeflogen. Oh, hab ich's doch gewusst. Sieh mal, da kommen unsere Freunde. Hey, hallo! Du meine Güte, was macht ihr denn da? Wir helfen euch, keine Sorge. Wie seid ihr denn da dran gekommen? Ach, dieser Fünftklässler, du kennst doch diesen Hannes, ja? Der jetzt da in der Turnhalle steht, der hat uns festgebunden. Oh, ich krieg das auch nicht ab. Lass nur, das kriegt ihr sowieso nicht ab. Lass nur sein. Och, du Gemeiner. Was, willst du mich verpetzen? Oh. Es tut mir leid, Sven, ich krieg das nicht fest. Ab also. Ich frag mich, ob dem Kleinen in der Schule doch nicht was passiert ist.
Naja, wir können es ihnen ja nur halt... Also, da gibt's doch diesen Fünftklässler, diesen Johann. Also, der macht immer Quatsch mit Sven und seinen und unserer Tochter. Ich weiß nicht, was der immer vorhat. Naja, was er wohl heute wieder vorhat, das kann ich dir auch nicht sagen. Eigentlich sind wir doch zu nah aneinander. Aber Sven, das ist doch nur ein Notfall. Wir müssen das jetzt schaffen. Zieh! Warum geht denn das verflixte Ding nicht ab? Wieso geht das denn nicht ab? Ach, das kann ja nicht wahr sein. Dieser Johann, dieser Fünftklässler. Nee, lass nur. Aua, bist du verrückt? Hör mir auf, in Popo zu treten. Mann! Dir zahle ich's heim, du Fünftklässler. Was willst du? Geh endlich an die Seite. Mann, was willst du eigentlich? Hä, was willst du, hä? Ich habe auch andere Grenzen. Jawohl! Komm! Ha, hast du davon? Aua, das tut mein Knie! Geschieht dir ebenso recht. Bei dem Schulhof ist ja auch gar nichts los. Ja, der hat uns hier angerufen und in den Nachrichten gesagt, dass heute Schule ist. Ja, uns auch. Wir haben alle auf die Nachrichten gehört irgendwie heute. Das war irgendwie Zufall, dass das kam. Ich hab's geahnt. Dieser Bengel macht nur Quatsch. Oh, lass nur. Das kriegt ihr sowieso nicht ab. Lass nur. Jo, die Kinder spielen richtig schön da draußen. Was sehe ich denn hier? Du meine Güte. Das ist ja der Wahnsinn. Wer war das? Das war der Fünftklässler, dieser Johann hier. Nein, Herr Krob, ich war das nicht. Mann, immer diese ständigen Kinder. Die bringen einen zum... ihr wisst schon. Mann. Johann, du schreibst bis morgen 200 Zeilen. Ich möchte dich... Ich möchte dich nächsten Sonnabend zum... Nachsitzen haben. Aber du auch. Mann, wie kriege ich das wieder ab? Lassen Sie nur, das ist viel zu festgebunden. Lassen Sie nur, das bringt doch Ihnen kein Glück. Und ob mir das Glück bringt? Oh Mann, immer diese ständigen Kinder. Die kriegen einen auch auf die Nerven. Frau Sekretärin, kommen Sie mit dem Telefon nach unten. Ah, ja, schön, dass ich Sie jetzt hier sehe, Frau Sekretärin. Rufen Sie sofort die Eltern von Sven und ihrer Schwester an. Alles klar, zu Befehl, Herr Grob. Ich gehe ran. Frau Sekretärin? Hallo? Hallo, Sie müssen alle schnell zur Schule kommen. Alles klar, wir kommen zur Schule. Alle zur Schule! Was? Wer war das? Oh, guten Tag, Sie müssen dieser Herr Neuhaus sein. Wir haben uns aber lange nicht mehr gesehen. Wer hat meinen Sohn da festgebunden? Ach, keine Ahnung, wer das war. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wer das war. Oh, der Schulbus kommt. Einmal Platz da, Hanne. Hanne, Platz da. Wer hat unseren Sohn da festgebunden? Wer war denn das? Das war ich. Du, Junge. Mann. Vorsicht, ich kann boxen. Lassen Sie es lieber sein. Beruhigt, meine Herren, beruhigt. Beruhigen Sie sich. Meine Herren,
Meine Herren, hallo! Eieieiei, ich frag mich, wer das gewesen ist. Der Johann, der aus der 5. Klasse. Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, die Serie ist noch nicht vorbei. Ich möchte Ihnen nur ansagen, dass wir jetzt die 2. Sendung davon haben. Viel Spaß! Lassen Sie es! Sie bringen nur Unglück in diesem... Ja, ich höre! Johann, für was hältst du mich? Für einen Suppenhuhn? Wenn Herr Krupp so guckt, dann haben wir nichts zu lachen. Hast du mich gehört? Für was hältst du mich? Für einen Suppenhuhn? Nein, Herr Krupp. Also bitte, dann auf mit diesem Quatsch, ey. Du meine Güte, das sind Kinder echt. Sieh mir tief in die Augen, du frecher Bengel. Du schreibst mehr als 500 Zeilen. Du schreibst 1000 Zeilen, wenn ich es dir recht überlege. Oder mehr als 1000. Herr Krupp, Also, meine Herren, jetzt und Damen, regen Sie sich bitte nicht auf. Ja, bitte. Also, worauf wartet ihr noch? Was steht ihr da wie angewurzelt rum? Ja, ist ja gut. So, der tolle Essensraum ist auch fertig. Was ist denn da draußen los? Ich gehe mit dem Fahrstuhl runter. Wer war das denn? Also jetzt verliere ich endlich meine Zeilen. Johann, warst du das? Ja, es tut mir leid. Nichts, es tut dir leid. Glaubst du, Johann fliegt von der Schule? Das wäre das Allerbeste. Johann, du fliegst von der Schule! Was? Also eher gesagt auch vom Gymnasium. Wie bitte? Also das dürfen Sie mir nicht antun. Doch, ein Streich und sowas ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Weißt du das? Das ist einfach zu viel, Johann. Das verstehe ich nicht. Das begreife ich auch nicht. Und das werde ich nie verstehen. Johann, du fliegst vom Gymnasium. Nein. Erst entschuldigst du dich bei denen. Es tut mir leid, Sven. Es tut mir leid. Wie war dein Name? Sidra. Alles klar, danke. So, ich bin der Sven. Ab. Und Christa, du probierst dein Selbst abzubinden. Lassen Sie nur, das bringt sowieso nichts. Und du gehst auf weitem Weg nach Hause. Hoffentlich sehen wir dich nicht mehr wieder. Boah, der ist weg. Also Vorsicht, ich versuche dich abzubinden. Oh, das ist aber richtig festgebunden. Das kriegt ja kein Mensch ab. Worauf warten Sie denn noch? Bis es Winter wird? Nein, Sven, ich versuche dich ja schon abzubinden. Das ist halt nur, dieses Seil ist halt zu fest. Warten Sie, bis Herbst wird? Nein, natürlich nicht. Ich warte auf gar nichts. Du begreifst das nicht. Warten Sie, bis Sommer wird. Nein, wir haben Frühling. So. Wir versuchen das mal. Ach, das ist aber auch richtig festgebunden. Hanne, helf mir mal. Du hast recht, Christa, das bringt nichts. Wir müssen das irgendwie anders machen. Und eins, zwei, ziehen. Allmächtiger, was? Wer hat denn das so festgebunden? Ja, der Johann hat das doch so festgebunden. Der kann halt so festbinden. Also echt mal.
Bindet ihr mich jetzt los oder worauf wartet ihr noch? Bis Winter wird? Nee, darauf könnt ihr lange warten und dann friere ich ja auch noch. Soll ich Ihnen helfen? Bitte halten Sie Abstand, ja? Ist ja gut, ich halte ja schon Abstand. Aber nur, wenn Sie mich nicht ärgern, haben Sie gehört? Keine Sorge, das mache ich schon nicht. Oh je, unsere Kinder. Also was ist denn dieser Johann für ein Rabauk? Das ist eigentlich ein ganz lieber Junge, dachte ich. Aber so viel Streiche, also das ist echt zu viel verlangt von dem Johann. Sag mal, jetzt binden Sie meinen Sohn endlich los oder Sie können was erleben. Ist ja gut, ich geb mein Bestes. Oh, hoffentlich kommt nicht nochmal so ein Witzbold in die Schule. Also echt. Warum seid ihr eigentlich auch hier in der Schule? Nein, den Nachrichten kam doch, dass die Schule ab heute beginnt. So ein Quatsch. Die beginnt erst in einer Woche. Oh. Mann, der hat euch einen Scherz gespielt. Der klang wie von den Nachrichten. Wir haben auch erst gedacht, du meine Güte. Herr Krupp, kann ich jetzt wieder in mein Sekretariat gehen? Ich muss was ganz Dringendes erledigen. Nein, nein, Frau Lieb, Sie bleiben noch hier. Sie bleiben noch hier, bei mir. Okay, na gut. Oh, weißt du, wie lieb ich, wie verliebt ich in dich war? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Worauf warten Sie jetzt endlich noch, bis Herbst wird? Nein, ich versuche das ja schon abzubinden. Das ist nur leider fest. Zu fest! Zu fest! Zu fest! Zu fest! Sind Sie bald fertig? Zu fest geworden. Also gebunden. Warum verspreche ich mich denn heute? Überhaupt überall. Oh Mann, welche Kinder spielen denn solche Witze? So einen Witz darf man nicht machen. Vor allen Dingen nicht mit Kindern aus der zweiten Klasse. Also jetzt bei dir verliere ich meine Zeilen. Echt. Mann, Kinder. Typisch Kinder. Fünfte Klasse und schon bringt man hier Ärger. Sag mal, bis wie viel Klasse macht ihr hier? Bis zur 12. Klasse und dann ist Ende. Also man kann auch bis zur 8. machen, aber dann würde ich sagen, dann wäre Schluss. Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, das Video ist noch nicht zu Ende. Wir drehen noch einen Moment. Also, aber nur mitteilen. Kommentare sind nur für 10 Minuten erreichbar. Das heißt, wenn wir das Video auf YouTube stellen, dann sind Kommentare nur bis 10 Minuten da. Also, Quizfrage früher als 10 Minuten beantworten, ja? Gott, das hätten wir geklärt. So, geht mal alle ein Stück zurück. So, wir probieren das jetzt. 1, 2. Hopp! Das ist noch zu festgebunden. Das kriegt man auch nicht mit dem Hopp ab. Komisch. Also, wenn ich diesen Jungen erwische, dann habe ich langsam Nerven. Wenn ich dir nochmal begegne, sage ich dem nicht guten Tag. Das kann er auf jeden Fall vergessen. Und das weiß er ganz genau, dass er das vergessen kann. Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, wenn ihr sehen wollt, wie Sven und die Schwester von Sven abgebunden wird, dann müsst ihr morgen wieder mit dabei sein. Dann gibt's die nächste Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann lasst eure Hand unten. Quizfrage. Wie viel ist 9 mal 9 plus 9? Ist gleich. Schreibt es gerne in die Kommentare. 10 Minuten habt ihr dafür Zeit.